Speed Blaster ist ein Rhythmus-Geschicklichkeits-Shooter, bei dem man einen Parcours absolvieren muss. Wird man dabei aber von irgendetwas berührt, heißt es sofort Game Over. Egal ob dies ein Hindernis, die Wand oder Geschosse von Gegnern sind. Jede Berührung ist Game Over. Die Bewegung findet komplett durch Motion Tracking statt. Also man bewegt sich mit dem Oberkörper nach vorne, nach hinten zum Bremsen, nach rechts und nach links. Man kann aber nicht zurück. Das heißt, man lehnt sich zwar komplett nach hinten, aber man kann nicht zurückgehen, um Fehler auszumerzen. Man kann zwar dann noch auf der Stelle nach rechts und links gehen und so versuchen sich zu retten, aber rückwärts geht nicht, da das Spiel einen permanent nach vorne drückt. Man hat nämlich nur begrenzt Zeit, um ins Ziel zu gelangen. Weil man hat immer eine Zeit von 30 Sekunden, um zum nächsten Checkpunkt zu gelangen. Und nur wenn man diesen erreicht, wird die Zeit verlängert. Und dann muss man zum nächsten Checkpoint und zum nächsten, bis man ins Ziel kommt. Der Beat der Musik im Hintergrund bestimmt nämlich, in welcher Geschwindigkeit die Hindernisse sich bewegen. Also das Ohr kann also quasi hören, in welchem Takt die Hindernisse sich bewegen. Wenn sich jetzt der eine oder andere denkt, lol, dann lerne ich den Scheiß einfach auswendig. Nein, das geht eben nicht. Jeder Kurs ist bei jedem Start komplett zufallsgeneriert. Mal hat man weniger Gegner, die einen zum Beispiel beschießen. Mal hat man mehr gefährliche Klingen, wo den Parcours ziemlich eng machen. Und ein andermal hat man sämtliche Scheiße auf einmal, was ein Durchkommen relativ schwer macht. Du kannst nicht auswendig lernen, was kommt. Du kannst auch nicht auswendig lernen, aus wie vielen Checkpoints der Parcours besteht. Es gibt zwar schon so gewisse Grundbausteine, aus denen der Parcours zusammengewürfelt wird, aber du weißt ja nicht, was kommt. Da das Spiel auch noch mit PlayStation VR gespielt wird, es ist zwingend, VR zu haben, ist manchmal auch etwas erschreckend, wenn man sich so durchdeift und plötzlich kommt etwas entgegengeflogen, wo du im Augenwinkel nicht beachtet hast. Da zuckst du schon mal und versuchst schnell wegzudashen. Und mit jedem abgeschlossenen Parcours gibt es mehr Möglichkeiten, aus dem der Parcours zusammengesetzt sein kann. Es beginnt einfach mit kleinen Viecher, die ich beschießen, gefolgt von kleinen Robotern, Kanonen, die dich als Ziel haben wollen, mit Förderbändern, die irgendwann mal erscheinen, die dich nach rechts und links drücken, mit Kanonen, die an der Decke befestigt sind. Also da musst du unterm Laufen auch noch den Kopf heben, gleichzeitig die rechte Seite beachten, oder Türen, die sich nur öffnen, wenn man einen Schalter betätigt, was auch ein bisschen doof sein kann, wenn du am Schalter vorbeisemmelst. Und wie erwähnt, du kannst ja nicht zurück, dann ist das eigentlich auch schon vorbei. Oder sie machen den James Bond und Austin Power Move und feuern die Laser. Sehr viele Laser. Cool.
In meinen Augen ist es ein gutes Spiel. Eine 7 von 10. Ja, warum nur eine 7? Ganz einfach. Du brauchst tatsächlich VR. Egal ob auf PlayStation oder eine Brille für Steam. Und die fangen ja wirklich erst bei 300 Euro oder so an. Und ein Spiel durch solche Paywalls zu verstecken, ist schon ein bisschen blöd. Vor allem, wenn man noch keine Brille hat. Lohnt sich dafür eine Brille zu kaufen? Ich würde sagen, nein. Hast du schon eine, dann ist es sehr gute Content-Erweiterung, dass du was zu spielen hast. Es ist auch kindergerecht, aber Kinder sollen ja eigentlich noch keine VR-Brille aufhocken, weil dafür soll man ja, glaube ich, was mindestens 12 oder 14 sein, weil das ja negativ die Augen beeinflusst, weil das sind ja doch dutzende Bilder pro Sekunde, wo rechts und links auf die Augen gefeuert werden. Wenn man eine Brille hat, kaufen, wenn man noch keine hat, nee.